Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Kratzbäume, die meiner Meinung nach nicht geeignet oder halt ja schlechte Kratzbäume sind. Kommen wir zum ersten Kratzbaum. Dieser sieht relativ gewöhnlich und normal aus. Aber als erstes schon mal die Größe, denn er ist sehr klein. Jetzt gibt es da ja so ein Rohr oder so ein Tunnel. Da ist es so, das sieht meistens schön aus und auch man denkt, dass die Katzen da spielen, aber sie spielen damit gar nicht und wirklich reinlegen können sie sich auch nicht. Sie gehen da vielleicht am Anfang mal durch, weil sie sich erkunden möchten, aber im Endeffekt daran schlafen können sie nicht. Und als zweites sieht man, dass dieses mittlere Brett sehr klein ist. Das bedeutet, dass die Katze da gar nicht drauf liegen könnte, wenn sie dort schlafen sollte. Aber auch als Zwischenebene ist es unnötig, da die Katze sonst einfach vom Boden aus direkt hochspringen würde. Dann kommen wir zum zweiten Kratzbaum. Ich finde, dieser sieht schon mal aus wie ein Möbelstück, also gar nicht unbedingt wie für Katzen gemacht, sondern eher, dass es halt einfach schön aussieht und gut in die Wohnung passt. Ich finde, der Kratzbaum ist sehr schmal und auch hier ist wieder dieses mittlere Stück eigentlich, naja, unnötig. Denn die Katze wird das nicht unbedingt nutzen, um daran hochzuklettern und sich dorthin legen kann sie auch nicht. Und dann sind da ja auch wieder zwei so tunnelartige Dinge. Die sind sehr klein. Ich denke, dass sich die Katze da nicht reinlegen kann. Jetzt kommen wir zum dritten Kratzbaum und Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ich finde, der sieht einfach nur hässlich aus und ich finde, der sieht auch gar nicht aus, als wie wenn der für Tiere gemacht wäre. Zunächst schon mal ist der Kratzbaum von außen eher wie ein Schrank und gar nicht wie für eine Katze gemacht. Also es sieht halt auch sehr, ich sag mal, ungemütlich aus. Dann als nächstes sieht man da ja so kleine Gänge, wo die Katzen rein können. Diese sind aber sehr klein. Bei dem einen sieht man auch wie so eine Wand noch dazwischen. Ich frage mich, wo sich die Katze da wirklich hinlegen soll. Also gerade hier, wo ich das jetzt markiert habe. Also um es kurz zu sagen, ich denke, die Katze wird das nicht verwenden. Vielleicht schaut sie sich es mal am Anfang an, um mal zu gucken, was das ist, denn Katzen sind ja sehr neugierig, aber ich denke nicht, dass das dauerhaft schön für Katzen ist. Der vierte Kratzbaum sieht dem davor sehr ähnlich. Dieser hier ist aber außen nicht wie ein Holz, sondern da können die Katzen schon mal dran kratzen. Das ist schon mal ein bisschen besser. Da oben können sie sich zwar reinlegen, aber ich denke, dass das auch eine sehr harte Begrenzung ist und für Katzen auch ungemütlich ist. Dann könnt ihr da drin wie so eine Art Tunnel sehen. Ich denke, das wird die Katze nicht verwenden und ich denke generell nicht, dass sie sich da in diesem Bereich aufhalten wird. Außerdem ist auch der ganze Kratzbaum sehr klein und sehr eng für die Katzen, sodass sie da eigentlich nirgendwo bequem sitzen, liegen oder sonstiges könnten. Jetzt kommen wir zum fünften Kratzbaum. Dieser ist auch wieder sehr klein und hier kann man auch sehen, dass die Katze dort gar nicht richtig kratzen könnte. Denn da, wo das Sisalseil ist, also da, wo die Katze ihre Krallen drin schärfen könnte, sind die Flächen nur sehr niedrig. Ich habe das in blau markiert, also die Katze könnte da gar nicht dran stehen und ihre Krallen daran schärfen. Und gerade auch bei dem oberen Part weiß ich nicht, wo sie da sitzen sollte. Außerdem finde ich auch hier diese Ebene, die markiert ist, sehr unnötig. Und als letztes frage ich mich noch, wo die Katze überhaupt liegen soll. Denn da oben könnte sie nur länglich liegen und an der Seite da kann sie überhaupt nicht liegen. Kommen wir zum sechsten Kratzbaum. Dieser sieht erstmal relativ okay aus. Aber dann frage ich mich schon mal, was das soll. Das sieht irgendwie aus wie für Nagetiere, wie zum Beispiel Kaninchen. Außerdem sind da so Treppen. Katzen verwenden das überhaupt nicht, denn sie springen einfach gleich nach oben. Als nächstes möchte ich sagen, ja, Katzen sind zwar an Höhlen interessiert, aber ich finde, die Eingänge sind relativ eng. Außerdem mögen es Katzen eher, wenn es dunkel und geschützt ist und nicht wirklich so. So wie das hier im Video aussieht, ist das eher wie eine Höhle für Kaninchen, denn diese brauchen ja mindestens zwei Ein- und Ausgänge, aber eine Katze nicht. Und außerdem finde ich auch, dass das sehr klein und eng aussieht und ich glaube, dass sich eine Katze da nicht wirklich wohl drin fühlen wird.
Deshalb finde ich das schon mal unnötig und diese Treppen auch. Und als letztes frage ich mich noch, wie viele Mäuse die da eigentlich noch hinhängen möchten. Der nächste Kratzbaum ist aus diesem Video einer der besten noch. Aber auch dieser hat wieder so eine Leiter. Katzen verwenden das einfach nicht. Ein Huhn oder Nagetiere verwenden das, aber Katzen brauchen sowas gar nicht. Außerdem laufen sie nicht so da hoch, sondern sie springen einfach gleich nach oben. Als nächstes ist da wie so eine Hängematte. Manche Katzen mögen das, andere aber auch nicht. Ich persönlich finde, dass sie halt so weit unten ist und dass Katzen das vielleicht dann ein bisschen blöd finden. Und dann sieht man da auch noch wie so eine Art Tunnel. Ich denke auch nicht, dass das eine Katze verwendet. Dann finde ich auch wieder den Teil da oben sehr eng und sehr klein. Und auch diese Höhle oder was das sein soll, finde ich auch sehr klein. Dann ist da nochmal wie so eine Hängematte oder so ein freischwingender Korb. Manche Katzen mögen es, viele aber nicht. Ich finde auch, dass das sehr klein aussieht. Und ich finde auch, dass es ist an einer bisschen ungünstigen Stelle angebracht ist. Ja, und dann ist da auch wieder so ein Rohr. Am Anfang findet das die Katze vielleicht toll, aber ich weiß nicht, soll sie sich dann am Ende da so durchlegen und die Vorder- und die Hinterbeine hängen hinten raus. Also ich finde das ein bisschen komisch. Dann kommen wir zum nächsten Kratzbaum. Ich finde, dieser ist auch wieder sehr schmal. Hier ist es auch wieder ziemlich niedrig, also so, dass die Katze da nicht gut dran kratzen kann. Dann finde ich dieses Spielzeug da ein bisschen komisch, denn das kann sich nicht wegbewegen und dann könnte sich die Katze da auch nicht hinlegen. Und als letztes finde ich, dass die mittlere Ebene und vor allem die obere sehr klein ist und ich glaube, die Katze kann sich da nicht bequem hinlegen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Kratzbaum in diesem Video. Diesen finde ich auch sehr, hässlich und auch komplett langweilig gestaltet. Also ich finde generell ist er sehr uninteressant und langweilig aufgebaut. Dann finde ich wieder diese zwei Ebenen da unten unnötig. Wie man sieht, ist da auch wieder so ein Tunnel. Und ich denke, dass die Katze, so wie ich das jetzt in lila eingezeichnet habe, vom Boden aus direkt zu den oberen zwei Etagen springen würde. Ja, dann hier nochmal dieser Tunnel, dass ihr ihn sehen könnt. Ich finde den da einfach unnötig. Dann sind da ja wieder so zwei freischwingende Körbe. An dem rechten weiß ich nicht, wie die Katze da wirklich hinkommen soll. Also sie könnte natürlich springen, aber ich glaube, sie würde sich dann auch erschrecken, wenn das dann unter ihr so nachgibt. Und ja, ich finde, dieser Kratzbaum sieht generell langweilig und unbequem aus. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht kann es euch ja auch helfen, wenn ihr auf der Suche nach einem Kratzbaum seid. Meiner Meinung nach sind diese halt ungeeignet. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen und wenn ihr so einen Kratzbaum habt, dann meine ich das auch überhaupt nicht böse oder als Angriff. Also wie gesagt, es ist nur meine Meinung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!